Kommt mal mit. Heute geht es nämlich ums Lackieren. Ich möchte mit euch Kunststoffoberflächen lackieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Oder der eine oder andere hat es bestimmt schon mal versucht, sich eine Spraydose genommen und losgesprüht und hat sich dann gewundert, wieso hält denn meine Farbe auf dem Kunststoffteil nicht? Oder wieso fängt die an zu reißen? Oder. Wie du so eine tolle Oberfläche erzielst, hier in Pastellorange. Oder hier diese Kästen, die aus Kunststoff sind, die habe ich weiß lackiert. Wie du das machen kannst, worauf du achten musst. Das erfährst du alles in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Zum Thema Kunststofflackieren habe ich euch mal ein, zwei Sachen mitgebracht, die wir dafür benötigen. In der Regel ist es wirklich ganz, ganz einfach. Deswegen möchte ich gar nicht so lange rumquatschen mit euch. Ich habe jetzt mal ein, zwei Sachen mitgebracht, die ich lackieren möchte. Einmal hier eine Kunststoffplatte und hier zwei Kunststoffboxen. Die will ich lackieren in Weiß. Passende Sprühfarbe habe ich auch schon mitgebracht. Ich habe jetzt in meinem letzten Video bin ich darauf eingegangen, wie ihr so eine Sprühdose bedienen solltet. Wie ihr die öffnen könnt, wie ihr das Ganze anwenden könnt, worauf ihr achten solltet, dass der Sprühkopf nicht verklebt und so weiter und so fort. Das Video werde ich dem hier oben verlinken. Und heute möchte ich mal darauf eingehen, ja, wie wir den Kunststoff lackieren. Ich habe jetzt hier eine Spanplatte, die ist schon bereits, oder die habe ich lackiert. Ihr könnt sehen, das Ergebnis ist wirklich top, sieht aus wie gekauft. Damit das Material, die Farbe auch lange hält und nicht irgendwann abblättert, ihr kennt bestimmt Autostoßstangen, die mal lackiert worden sind oder überlackiert worden sind, die fangen irgendwann an zu blättern. Und damit euch das nicht geschieht, müsst ihr eine Sache beachten, beziehungsweise zwei, und die zeige ich euch jetzt. Das Allerwichtigste ist natürlich die Oberfläche, die ich lackieren möchte. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Kunststoffe. Diese Boxen hier, das ist ein sehr, sehr glatter Kunststoff. Diese Platte hier, die ist sehr, sehr rau. Und jetzt brauchen wir natürlich einen Primer. Es gibt für jeden Untergrund einen Primer. Beispielsweise ein Metallprimer, wenn wir einen Metalluntergrund lackieren möchten. Oder Holz, eine Holzgrundierung bzw. ein Holzprimer. Dann beispielsweise, in dem Falle brauchen wir jetzt ein Plastikprimer und es gibt natürlich auch einen Universalprimer, den könnt ihr auch verwenden, universal einsetzbar. Wir verwenden aber jetzt ganz gezielt für unser Kunststoff einen Plastikprimer. Bevor wir den jetzt verbinden oder beziehungsweise auftragen, der unterstützt uns beziehungsweise bereitet das Material dann vor, damit am Ende unser Spraydosenlack auch drauf hält. In dem Fall ist es hier ein Weiß. Und bevor wir den Primer jetzt auftragen, möchte ich aber die Oberfläche darauf vorbereiten bzw. ganz, ganz leicht anrauen. Und das könnt ihr in zwei Schritten machen. Entweder besorgt ihr euch ein Schleifvlies, das ist ein ganz, ganz feines Vlies. Und das könnt ihr mit kreisenden Bewegungen, könnt ihr dann die Oberfläche ganz, ganz leicht anrauen. Oder ihr nehmt einfach 600er, 800er, 1000er Schleifpapier, das ist so ein dunkles Schleifpapier und das macht ihr dann im Nassverfahren, sprich ihr macht euch dann die Oberfläche des Werkstücks nass und schleift dann in kreisenden Bewegungen, raut ihr quasi die Oberfläche dann an. Das Nassschleifverfahren ist am besten, weil wir die Oberfläche kühlen und wenn Kunststoff warm wird oder erhitzt wird, kann es durchaus sein, dass sich die Oberfläche anders verhält bzw. es sich auswirkt, wir vielleicht eine kleine kriselige Oberfläche bekommen oder sich die Oberfläche ablöst oder. Deswegen empfehle ich euch ganz, ganz klar, das Ganze nass zu schleifen. Wenn es dann geht, wenn ihr jetzt eine Spanplatte habt, dann solltet ihr die vielleicht nicht nass schleifen, weil das Wasser dann runterlaufen kann in die Holzschicht hinein und dann quillt das Ganze natürlich dann auf. Ne? Nachdem wir das dann geschliffen haben, solltet ihr natürlich dann Einweghandschuhe tragen, denn die Oberfläche muss jetzt fettfrei bleiben. Das Ganze dann mit einem Baumwolltuch bzw. einem Tuch, was nicht fusselt, abtrocknen und dann können wir auch loslegen mit dem Primer. Nachdem dann unsere Oberfläche wirklich fettfrei und staubfrei ist, habe ich das Ganze auf einen Untergrund platziert und mir sogenannte Malerpyramiden ausgelegt. Darauf lege ich dann diese Box, damit die einen wirklich sicheren Halt hat und eine geringe Auflagefläche. Jetzt tragen wir den Primer auf. Ist ganz, ganz einfach im Grunde. Ich fange immer damit an, dass ich erst die Seiten lackiere und dann die Oberfläche. Wichtig hierbei ist der Abstand, nicht zu nah. Und auch nicht zu weit weg. Wenn ihr zu nah rangeht, werdet ihr ziemlich schnell merken, dass ihr Läufer habt. Ist natürlich nicht so schön. Wir wollen ja eine schöne, perfekte Oberfläche haben. Sprich, vielleicht übt ihr es vorweg einmal. Ich mache das jetzt so.
ich hatte im letzten Video gesagt, aus dem Handgelenk raus, das stimmt ja gar nicht. Also man lackiert ja nicht so, sondern man lackiert aus dem Armgelenk raus. Da muss ich mich nochmal korrigieren. Und dann tragen wir einfach den Primer auf. Ihr könnt ruhig mehrere Schichten auftragen. Sprich, ihr lackiert das Ganze jetzt, lasst es dann 10 Minuten trocknen und dann wiederholt ihr das Ganze. Und bei Plattenwerkstoffen ist genau das Gleiche. Wir legen uns da was drunter. Ist natürlich super, wenn ihr beidseitig lackieren wollt, dann könnt ihr gleich beide Seiten lackieren. Und dann tragen wir den Primer auf. Am besten macht ihr bei Plattenwerkstoffen immer so, dass ihr immer ein Stück rüber geht. Sprich, dass ihr nicht einfach jetzt so aufhört, sondern einfach immer rüber lackiert. Und so lackiert, dass ihr immer den Strahl bzw. die Farbe immer so ein bisschen überlappt, damit die Fläche auch komplett bedeckt ist. Und im besten Fall macht ihr das im Kreuzgang. Ich habe das Ganze jetzt mal runtergenommen, weil ich das jetzt nach drüben legen werde, weil hier in der Werkstatt staubt es schon ziemlich stark. Nicht, dass sich jetzt Staubkörner oben drauf setzen. Ihr könnt aber sehen, die Oberfläche glänzt schön, also es sind keine Pickel oder so dergleichen zu sehen. Also die Oberfläche ist wirklich für Sprühverhältnisse sehr, sehr gut geworden. Wir werden jetzt die Kunststoffplatte, die sich da hinten befindet, die werden wir nochmal in Pastellorange lackieren. Achso, und der eine oder andere fragt sich bestimmt, was habe ich damit vor? Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, ich hatte letztes Jahr oder dieses Jahr im Winter, hatte ich doch so einen Sternenhimmel gebaut gehabt. Und die ganze Elektrizität, die soll jetzt hier reingebaut werden und dann an der Wand installiert werden. Dafür sind die gedacht. Das Video dazu werde ich dir mal hier oben verlinken. Kannst du dir mal anschauen. Hier nochmal ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt hier zur Probe mal raufgesprüht, weil hier befindet sich ja kein Primer drauf. Und wie ihr sehen könnt, fängt der Lack an zu reißen. Und das passiert dann auch bei Kunststoffoberflächen, wenn da kein Primer vorhanden ist. Und natürlich nochmal ein tolles Zubehör, was ich jetzt nicht verwendet habe, aber es gibt für Sprühdosen, gibt es hier so Sprühpistolengriffe. Die könnt ihr einfach aufklipsen, zack, und dann könnt ihr lackieren wie so ein Lackierer. Also richtig professionell, richtig toll. Und ihr habt gesehen, ich habe den Sprühkopf gewechselt. Es gibt einen goldenen und einen roten, es gibt so einen Sprühkopfsatz. Damit könnt ihr breite Sprühkegel erzielen. Somit könnt ihr dann wirklich schöne große Oberflächen lackieren. Und ich habe das jetzt auch wieder in Kreuzgang lackiert und diese Oberfläche ist wirklich schön satt. Und ich möchte euch mal zeigen, ich weiß, in der Kamera kann man es immer sehr, sehr schwer sehen, deswegen versuche ich es jetzt euch ein bisschen zu zeigen. Schaut euch das mal an, wie geil die Oberfläche ist. Also, sorry, aber ich muss das einfach so sagen. Richtig, richtig toll geworden. Ja, das Ganze lassen wir jetzt trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ein Tag ist vergangen. Ich habe jetzt nochmal eine zweite Schicht draufgelegt, aber unsere Musterplatte hier mit dem Pastellorange ist fertig und richtig, richtig toll geworden. Man könnte jetzt hier auch nochmal rüber gehen, ne, damit der Lack schön deckend ist. Aber das Schöne halt, es sind keine Risse oder sonst irgendwas entstanden. Der Lack hat wirklich eine schöne Bindung angegangen mit der Oberfläche und das ist halt die Hauptsache. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie du gesehen hast, ist es wirklich nicht so schwer gewesen. Wenn du noch mehr Videos von mir haben möchtest, dann lass doch mal ein Abo da bzw. einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dir hat das Video weitergeholfen. Ansonsten findest du unten in der Videobeschreibung noch mal ein paar weitere Videos zum Thema Lackieren, wie du Holz lackieren kannst, wie du Metall lackieren kannst, worauf du achten solltest, wenn du so eine Spraydose verwenden willst. Da gibt es so ein, zwei Sachen, da bin ich jetzt nicht so drauf eingegangen. Darüber gibt es nämlich ein extra Video, ist sehr, sehr umfangreich. Schau dir das an, wenn du Interesse hast. Ansonsten sage ich, sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.